Hallo Richard, ist es bei dir, glaube ich, morgen gerade, oder? Es ist 10:30 hier. Okay. Ja, 10:30 abends, ja. Ah, okay. Abends, okay, alles klar. Ja, schön, dass du für uns noch aktiv bist. Danke dafür, schön, dass du da bist. Mein Kollege Klaus hat es gerade schon erwähnt. Entschuldige. Ja, ist meine Freude, hier hinzukommen. Hier in Singapur ist der Rhythmus oft bis Mitternacht mit dem Westen die Calls zu führen. Von dem her ist das ganz, ganz normal hier. Ja, verstehe. Mein Kollege Klaus hat es gerade schon erwähnt, du bist 16, du bist Vermögensverwalter. Das ist alles ein bisschen skurril. Ich meine, ich habe gelesen, du hast mit 11 in deine erste Aktie investiert. Jetzt bist du 16 und verwaltest ein Volumen von im achtstelligen Bereich. Ich habe mit 11 im Park gespielt. Wie kamst du in dem Alter auf so eine außergewöhnliche Idee eigentlich? Das meine ich jetzt im besten Sinne. Ich hatte da mit 11 schon eine Faszination für Aktien. Da ich eben mit 7 hat unser Vater uns die Möglichkeit gegeben, uns drei Brüdern Aktien zu kaufen. Und von uns dreien war ich der, der dann die Faszination gepackt hat. Und dann mit 11 habe ich, um ein wenig Taschengeld zu verdienen, habe ich eine Zeitschrift geschrieben für meine Familie. Und da ging es ganz über verschiedenste Themen, Politik, Sport, Wirtschaft etc. Aber da ich doch diese Faszination für Finanzmärkte hatte, ist diese Zeitschrift dann nach ein paar Ausgaben schnell in einen Börsenbrief geworden. Also wurde dann schnell ein Börsenbrief, in dem ich meine Familie überzeugen wollte, ja, hier sind die Märkte, gehen dorthin, diese Aktien sind interessant etc. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich kann ja die Vermögen meiner Leserschaft, also meiner Familie, verwalten und bin dann zu verschiedenen Familienmitgliedern gegangen. Habe dann, ja, bei jedem konnte ich ein wenig Geld zusammenbringen und dann etwa mit 10 Investoren und 20.000 Franken Kapital hat das dann mit 11 angefangen, auch nicht nur mein eigenes Geld anzulegen, sondern auch das anderer, oder? Aber ja, sie hat das gestartet. Verstehe. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Ja, jetzt, ich meine, jetzt bist du 16 Jahre alt. Du hast vor ein paar Jahren noch das Vermögen von Retail-Investoren über börsengelistete Zertifikate verwaltet, inzwischen nur noch für die sogenannten Ultra-High-Net-Worth-Individuals über Mandate. Könntest du mir vielleicht erklären, wer diese Individuals sind und was die Besonderheit ist bei der Verwaltung ihres Vermögens? Ich meine, ich kann jetzt nicht hier groß die Namen nennen, oder ich denke, das Vertrauen ist immer sehr wichtig. Aber es sind im Grunde genommen Industrielle, es sind Unternehmer, die doch über die Jahrzehnte ein unglaubliches Maß an Erfahrung aufgebaut haben, oder? Und ich denke, es ist interessant am Diskurs mit meinen Kunden. Es ist alles sehr freundschaftlich, eine freundschaftliche Beziehung, die ich aufbauen konnte. So hat man Einsichten in eine Art von Denkensweise, die mir sonst verschlossen blieben, ja, verschlossen wäre, oder? Und ich denke, das ist das Interessante an dieser Zusammenarbeit. Und ich meine, es ist ein viel langfristiger Horizont und das ist eine interessante, viel interessantere Arbeitsweise als riskant, das Geld von Retail-Investoren zu verwalten, oder das ist ein viel größeres Risiko. Anstatt ein Tausendstel des Vermögens zu verwalten, ist das dann das ganze Vermögen, oder? Und da hat man als 16-Jähriger will man da nicht diesem Risiko ausgesetzt sein. Du hast es eben gerade schon erwähnt, du hast mit Menschen zu tun, die ein irrsinniges Maß an Lebens- und Arbeitserfahrung auch mitbringen. Wie fühlt es sich da an, immer eigentlich das Küken zu sein? Ich meine, unglaublich. Man geht dorthin und geht mit der Einstellung rein, oder? Mein Name ist Richard und ich will lernen, oder? Und ich denke, das ist nichts Falsches dran. Und das Interessante ist, es ist eine unglaublich konstruktive Gesellschaft, sagen wir so, die wollen einen aufbauen, die haben Freude daran, in junge Leute zu investieren, dass diese dann
eventuell mit 20, 30 relativ weit kommen können. Oder dass man investiert oft nicht in Unternehmen, sondern auch in die Leute, oder? Und das ist, habe ich ein Privileg, dass ich dann mit 11 so auftrainiert wurde, oder später, ja. Genau, auftrainiert, apropos, gab es da eine Person in deinem Leben, die irgendwie auch dein Mentor war? War das eben dein Vater oder gibt es da jemand anderen? Mein Vater war praktisch seit einigen Jahren nur gar nicht mehr involviert in die Dinge. Das ist aufgrund seiner Arbeit. Da müssen wir das relativ strikt trennen. Aber ich hatte das Privileg, mit 11 hatte ich ein paar Zufall, weil wir in Skiferien habe ich Jorge Paulo Lehmann per Zufall getroffen. Oder ich kannte, wusste, wie er aussah, oder hat ein paar Wochen zuvor eine Präsentation gemacht über die 30 Reichsten der Welt. Und dazu war er auf der Nummer 30. Und dann habe ich ihn erkannt, als wir in so einer Skihütte waren. Oder? Und das war, habe ich den Mut zusammengenommen, habe ihn angesprochen, ihm erzählt, ja, ich habe eine Faszination für diese Finanzmärkte etc. Und dazu war ich noch ein relativer Spekulant. Aber kurzfristig dachte ich, ich könnte hier mit Chartformation, technischer Analyse die Kursverläufe vom nächsten Jahr herausfinden. Oder? Und da war Jorge Lehmann maßgebend dafür verantwortlich, dass ich zum langfristigen Investoren wurde. Oder der sich ein Geschäftsmodell anschaut, der die Leute dahinter probiert, kennenzulernen und daraus einen Sinn zu erschließen. Und natürlich, Jorge Lehmann hat mich dann in dieses Netzwerk an interessanten Personen eingeleitet. Und das war für mich essentiell wichtig in meiner Bildung bis jetzt. Oder ich lerne von diesem Netzwerk unglaublich viel und für das bin ich unglaublich dankbar, ja. Ja, neben deiner Arbeitsbildung, würde ich sagen, besuchst du ja nebenbei auch noch ein Gymnasium. Du bist dieses Semester in Singapur, um dort Mandarin zu lernen. Wie läuft das bisher und was sind Erfahrungen, die du machen durftest? Erzähl uns doch ein bisschen. Das Mandarin läuft sehr schleppend. In Singapur ist interessant, weil es eben dieser Melting Pot ist von Southeast Asia. Und ich denke, das ist ohne Zweifel ein unglaublich interessanter Markt in den kommenden Jahrzehnten. Und eben ein Melting Pot von dieser westlichen Welt oder traditionell das Banking etc. Und hier sind interessante Kreise, die sich hier gebildet haben. Und ich denke, was ich hier probiere mitzunehmen nach meinem Singapur-Aufenthalt, ist wirklich dieses Verständnis wie funktionieren allerlei Leute. Ich treffe hier definitiv nicht nur einfach Banker und sonst Fondsmanager, sondern treffe hier allerlei Leute. Und das gibt mir ein ganz neues Spektrum. Und ich denke, das ist essentiell, wenn man dann später probiert ein Geschäft oder wenn ich ein Geschäft anschaue, dann ist dieses Geschäft ultimativ das Produkt von ganz vielen Leuten, oder? Es ist eine Komposition aus diesen Leuten, von der Produktion bis hin zum Management. Und ich denke, es ist essentiell, alle Faktoren kennenzulernen, oder? Und zu verstehen und diese Perspektiven zu beachten. Und das hat man hier in Singapur unglaublich gut, weil man kommt natürlich schnell in der ganzen Region herum. Vietnam, Thailand, die Philippinen, China leider nicht, ist geschlossen, aber es ist, das ist schön im Zentrum. Mhm. Hier im deutschsprachigen Raum oder in der Schweiz wahrscheinlich wirst du als Warren Buffet der Schweiz betitelt. Wie findest du diesen Vergleich? Kannst du dich persönlich mit ihm vergleichen? Er ist nun mal sehr, sehr alt auch schon und eigentlich der erfolgreichste Investor der Welt. Ich meine, Warren, das wäre natürlich das Idealste, wenn man Warren Buffett ist. Aber ich denke, ich arbeite darauf hin, eventuell einmal seine
Philosophie auch in mir verkörpert zu haben. Und es stimmt, ich orientiere mich ausschlaggebend an ihm. Und ich denke, ja, ist wahrscheinlich nicht, habe ich mir noch nicht verdient, diesen Namen, oder der Warren Buffett von Switzerland. Aber ich arbeite darauf hin, ja. Gute Antwort. neben den Aktienmärkten, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was hältst du eigentlich von Kryptomärkten? Ja, ich meine, ich sehe langfristigen Potenzial in der Technologie von Ethereum. Ich denke, das ist ein unglaublich interessanter Schritt, in der unser Finanzsystem gehen könnte. Aber sonst bin ich relativ der Meinung, dass abgesehen von Bitcoin und Ethereum, ja, könnte man gut darauf wetten, dass in 10 Jahren 99% dieser Dinge die verschwunden sind. Ich denke, es ist unglaublich viel herum, ja, viele Dinge sind existent, die es nicht braucht. In 20 Jahren wird die Blockchain ein Teil unseres Lebens sein, da bin ich mir ganz sicher, aber die Use Cases sind da limitiert, es sind vielleicht 10 Use Cases und wir haben momentan tausende verschiedenste Tokens, die versuchen, diese ja, Probleme zu lösen. Und ich denke, da ist ein Limit an Blockchains, die wir verwenden. Und Ethereum, bin ich überzeugt, wird ein Teil davon sein oder wird ein maßgeblicher Teil davon sein. Aber auf das andere spekuliere ich nicht. Oder, und geschweige denn kurzfristig sehe ich keinen Zweck darin, das vorherzusagen. Momentan korreliert sowieso alles sehr mit Technologiewerten. Ich würde irrsinnig gerne mit dir stundenlang weiterreden. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, dir zuzuhören. Allerdings muss ich leider schon aufhören. Vielen Dank, Richard, dass du virtuell bei uns warst und viel Spaß noch in Singapur. Ich hoffe, du hast noch tolle Erfahrungen. Vielen Dank. Mich sehr gefreut, Naila.